Hi, ich bin Anne vom Podcast Hundegruppen mit Klick. Hier erfährst du alles über freundliches Training mit Hundegruppen und die Selbstständigkeit als Dogwalker. Mach dich bereit für spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und praktische Beispiele. Ich freue mich sehr über diese Folge, denn es ist ein wichtiges Thema Epilepsie beim Hund. Ich habe diese Folge schon 2023 mit Anja Helling aufgenommen und freue mich, dass sie nun endlich online geht. Hört rein und seid bitte gespannt darauf, was wir alles zu berichten haben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit meiner Gästin, der Anja. Wir zwei sprechen heute über das Thema Epilepsie und wie man einen Hund mit Epilepsie in eine Hundegruppe integrieren kann, beziehungsweise ob das überhaupt möglich ist. Herzlich willkommen, liebe Anja. Ich würde sagen, stell dich doch bitte gern einmal vor. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin Anja Helling und bin unglücklicherweise, muss ich sagen, an das Thema Epilepsie herangetragen worden durch meinen eigenen Hund, der an Epilepsie erkrankt ist seit 2021. Da hatte der seinen ersten großen Anfall. Eine andere große Säule ist irgendwie die Schulhundeausbildung, die ich ja seit vielen Jahren gebe und die ich jetzt über meine kleine Hundeschule Pfotenhafen hier im Norden in der Nähe von Hamburg veranstalte. Ja, super. Das heißt, du bist ganz weit weg von mir, aber das ist ja in der heutigen Genau. Zeit kein Problem. Nee. Dein eigener Hund hat also Epilepsie. Magst du uns dazu etwas mehr erzählen? Zur Epilepsie im Allgemeinen oder zur Epilepsie jetzt bei meinem Hund? Wir können ja erstmal mit deinem Hund anfangen und dann zur Epilepsie im Allgemeinen über. Ja. Also der Captain hatte zumindest seinen Indexanfall bekannt im Juli 2021 und hat eben diesen typischen großen Krampfanfall gehabt, den man wirklich auch dann bemerkt, ne? Also den man quasi gar nicht übersehen kann. Im Rückblick gibt es zwei kleinere, ich nenne die immer Anekdoten, von denen wir im Rückblick auch vermuten, dass sie schon epileptische Anfälle waren, die damals aber einfach nicht eingeordnet werden konnten. Also es war einfach andere Momente, da war ich draußen mit ihm. Ich dachte, ja, das ist aber komisch gewesen gerade. Und das war mal sowas, wenn ich an die Situation zurückgedacht habe, habe ich mich halt gewundert. Und die sind mir aber sofort eingefallen, als ich dann in der Neurologie stand, nach diesem ersten Anfall. Und dann ich gefragt wurde, ja, gab es denn schon andere Ereignisse? So, ne? Und da habe ich sofort an diese zwei Sachen eben gedacht. Genau. Und die Epilepsie hat sich im Rückblick auch ganz klar angebahnt durch eine Verhaltensveränderung, die vorher stattfand tatsächlich. Ne? Also er hat sich über Jahre hinweg, vorher auch schon, es ging 2018 los ungefähr, hat er sich vom Verhalten zunehmend geändert, also wurde dünnhäutiger. Hat weniger Frustrationstoleranz gehabt und so weiter und so fort, ne? Weniger Impulskontrolle, das hat zugenommen quasi, dass die abnahm, so umgekehrt, die Impulskontrolle hat abgenommen. Und das ist natürlich jetzt im Rückblick auch der Epilepsie zuzuordnen. So, okay. War damals aber auch nicht klar. Aber ja. Es ist eine typische Begleiterscheinung der Epilepsie jetzt auch. Versuchen wir mal, dein Hund heißt Captain, was ist denn Ja. Captain oder ein Mischling? Das ist ein Border Collie, ne? Border Collie, ja. Genau. Und die sind ja da sehr belastet auch, ne? Das heißt, wenn ich mir einen Rassehund hole oder wenn sich jemand einen Rassehund holen möchte, sollte man tatsächlich gucken, inwieweit Epilepsie so ein bisschen verbreitet ist. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es gibt auch tatsächlich Rassen, die können besser, da können die Anfälle besser kontrolliert werden. Und es gibt eben Rassen, die haben den Ruf, dass die Anfälle weniger gut kontrolliert werden können. Also das oberste Ziel bei Epilepsie ist ja dann irgendwann die Anfallskontrolle, ne? Weil jeder Anfall potenziell eben tödlich enden kann. Das ist ja immer ein Atemnotfall auch, so ein epileptischer Anfall, wenn es ein generalisierter Anfall ist, der eben immer tödlich enden kann, weil die Atmung nicht wieder einsetzt. Okay. Und genau. Ja, wolltest du noch was sagen? Ja, und vor dem Hintergrund würde ich mich schon erkundigen, wie viele Hunde in dieser Rasse an Epilepsie erkrankt sind, ob die Prozentzahl, also der Anteil, relativ hoch ist. Wobei natürlich,
kein Züchter damit hausieren geht. Ne? Das ist ganz Und die, klar, es ne? gibt Datenbanken, so, Ja. aber wie verlässlich die Datenbanken da sind, kann ich nicht beurteilen. Es gibt ein paar Studien zu einzelnen Rassen, also bei Beagle, beim Border Collie und so, es gibt ein paar Studien. Da würde ich dann entsprechend recherchieren und da mal schauen. Genau. Okay, das heißt, man sollte sich da schon tatsächlich Gedanken machen. Jetzt hattest du gesagt, Index-Anfall. Was Genau. bedeutet das? Heißt das denn so der erste große Anfall? Der Indexanfall ist der erste Anfall, der sozusagen deutlich bemerkt wird, weil man ihn nicht übersehen kann, womit dann die Bezugspersonen zum Arzt gehen. Okay. Und dann Genau. hattest du gesagt, du hattest jetzt so im Rückblick, hatte er schon Ja. zwei Situationen, Ja. wo er einen epileptischen Anfall hatte ohne Krampfanfall. Was war das? Also so. Das waren zwei Situationen, da waren wir unterwegs tatsächlich und er ist vorgelaufen, war dann außer Sichtweite und ich habe ihn abgerufen. Mit einem doppelten Rückruf, der sitzt bei uns bombensicher, also der ist auch vom flüchtenden Repopo abrufbar und er kam halt nicht. Tatsächlich. Und Okay, das ja. erste Mal war auf so einem ehemaligen Flugplatz, Militärflugplatz, wo viele Hangare waren und auch noch Mauern standen. Und dann bin ich ihn suchen gegangen und habe ihn dann 10 Meter von mir entfernt, wie eine Salzsäule erstarrt, gefunden. Und er war dann, als er mich gesehen hat, eben völlig aufgelöst, völlig ängstlich, völlig aufgelöst. Und ich dachte damals erst, das hat geheilt in diesen Hangaren und deswegen konnte er sich nicht orientieren. Und dann hatte ich die gleiche Situation, aber nochmal im Wald, also wo jetzt nichts mit Hall war, Ja. wo er mich nicht gesehen hat und wir haben das explizit geübt. Also er kann das, ne? Wenn ich den doppelten Rückruf gebe, dass er dann nach dem Pfiff sozusagen läuft, nach Gehör läuft. Und auch da habe ich ihn dann eben gefunden. Da habe ich ihn dann eben auch gefunden. Auch wieder völlig erstarrt und sich nicht bewegend irgendwo verloren rumstehend, ja, genau. Okay, und da hatte er keinen Anfall, aber es ging definitiv über das Das, Einfrieren hinaus, weil wir sagen ja so ja. Einfrieren, wenn die Hunde dieses Konfliktzeichen Freeze zeigen, erstarren sie kurz. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du ja auch eine Zeit lang bis zu ihm Ja. gegangen und dann war er ängstlich, ne? Also daran auch für die Genau. ZuhörerInnen, dass sie das so ein bisschen einordnen können. Es ist doch noch mal was ganz anderes als zum Beispiel jetzt das Konfliktzeichen Freeze. Genau. Auf jeden Fall ist es was ganz anderes. Und ich weiß ja auch gar nicht, ob er nicht einen Anfall hatte. Weil das Und nicht gut stand, ist. ne, so einen kurzen Anfall, weil ich es nicht gesehen habe und er dann sozusagen schon wieder stand. Ja. So, das, oder ob es vielleicht ein leichter fokaler Anfall war. Es gibt ja diese generalisierten Anfälle, die ihm jeder erkennt, wo der ganze Körper krampft, ne? Und dann gibt es ja durchaus Anfälle, wo nur ein Körperteil krampft oder wo man nur einzelne Muskelbewegungen sieht oder Ja. so. Das sind dann die sogenannten fokalen Anfälle. Und das kann auch so einer gewesen sein, weil der Captain hat auch fokale Anfälle. Der hat nicht ausschließlich generalisierte Anfälle. Und das Ja. weiß man aber eben einfach nicht, ne? Aber diese Situationen waren für ihn so auffällig, die sind auch nur diese beiden Male Ja. passiert, davor nie und danach nie. Und der ist heute 10 Jahre. Ne, also es fällt schon, Ja, war schon sehr auffällig, genau. nicht. Okay, und dann bist du zum Tierarzt gegangen. Bekommt man dann einfach so die Diagnose Epilepsie oder wie funktioniert das? Also was immer total gut ist, wenn man dann filmt in der Situation. Also ich war zum Glück bei diesem Indexanfall eben nicht alleine und meine Mutter war gerade zu Besuch in Hamburg und die hat geistesgegenwärtig das Handy rausgeholt und gefilmt. Und diesen Film haben wir dann mitgenommen, weil der Hund ist ja normal wieder. Also der hat den Anfall. Und wenn dann die Atmung wieder einsetzt, dann ist ja eine Zeit lang, steht der neben sich. Da zeigen Hunde unterschiedliches Verhalten dann nach so einem Anfall. Aber als wir in der Klinik waren, ist er da ausgestiegen, als wäre nichts gewesen. Na? Und da ist es eben gut, wenn man einen Film dabei hat, den Ja. dann sich die Tierärzte und im Idealfall auch eine Neurologin eben ansehen kann, weil es durchaus ja andere Krampferscheinungen gibt bei Hunden so. Und das dient der Diagnostik einfach, wenn die so einen Film vorzuliegen haben. Und dann ging es natürlich, also wir sind dann in die Tierklinik gefahren, sofort irgendwie so schnell wie möglich. Und wir hatten dann im Glück, dass die Neurologin gerade da war und die hat sich dann eben den Film nochmal angesehen. Die haben eine klassische neurologische Untersuchung gemacht, Blut abgenommen.
geguckt, ob eine Vergiftungserscheinung vorliegen. Die konnten dann alle ausgeschlossen werden. Und dann hieß es, es ist ein epileptischer Anfall gewesen. So, dann stand aber noch nicht die Diagnose Epilepsie. Ne? Also ein Anfall ist kein Anfall. Ja. Also dann ist immer noch die große Hoffnung, dass es bei einem Anfall bleibt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Habe ich dann auch gelernt, dass jeder von uns zu jeder Zeit, in jedem Moment einen epileptischen Anfall bekommen kann. Ne? Das Das war mir wusste ich auch auch gar nicht nicht. klar. Ja. Ja, war mir auch gar nicht klar. Und es kann dem Hund eben auch passieren. Und wenn dann der zweite epileptische Anfall kommt, dann spricht man schon von Epilepsie. Und dann wird eben geguckt, wann, also wie ist die Anfallsfrequenz? Bei mehr als zwei Anfällen im halben Jahr wird in der Regel dann eine Medikamentation empfohlen. Aber da muss man eben wirklich auch mit dem Neurologen sprechen. Also sind ja hier keine Tierärzte, ne? Ja, Da muss man definitiv. dann wirklich mit dem Film und mit den Daten und dem gesamten Hund zum Neurologen gehen, auch wirklich zum Neurologen, also nicht zum Haustierarzt, sondern zu einem guten Neurologen und das mit dem besprechen. Und der stellt dann eventuell den Hund ein und sich gegebenenfalls auch eine Zweitmeinung holen tatsächlich. Ja, und wahrscheinlich ist es ja so, soweit ich weiß, sollten andere Krankheiten ausgeschlossen werden, beziehungsweise sollte geguckt werden, ob der Hund nicht noch was anderes hat. Das heißt, Genau. so zum Tierarzt gehen und dann bekommt der Hund Medikamente, ist definitiv nicht der Fall, sondern so wie es bei deinem Hund Genau. war, Blutuntersuchung und dann eben weiter zum Neurologen ist definitiv sinnvoll. Genau, und in der Regel wird auch ein MRT gemacht, ne? Liquorentnahme, also einfach um zu schauen, ist es jetzt eine Epilepsie, die symptomatisch ist, also weil zum Beispiel ein Tumor im Gehirn vorliegt, kann ja auch epileptische Anfälle auslösen. Schilddrüse wird oft auch noch geguckt, ne? Ja. Ob da was fehlt. Und dann wird nochmal Liquor entnommen, um zu gucken, ob es irgendwelche anderen Erkrankungen im Gehirn gibt, also zum Beispiel Entzündungserscheinungen oder so. Und ich habe jetzt nochmal die ganzen Mittelmeerkrankheiten überprüfen lassen, wobei das jetzt beim Captain sehr unwahrscheinlich war. Aber ich habe das einfach alles einmal, also ich Ja. habe ihn ziemlich gut durchdiagnostizieren Ja. lassen. Und wenn das alles nicht zutrifft, dann ist es eben, steht in der Regel die Epilepsie als Diagnose. Ja, okay. Genau. Und dann bekommt man sozusagen wahrscheinlich, wenn der Hund mehr als zwei Anfälle im halben Jahr hat, Medikamente. Ja. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, weil ich finde, das ist Genau. sehr individuell auf den Hund natürlich dann Genau. abgestimmt. Wir könnten halt nochmal darüber sprechen, wie sich solche Anfälle dann äußern. Das wäre vielleicht noch ganz spannend. Wir haben ja schon gesagt, es könnten Krampfanfälle sein. Was gibt es denn so alles? Du hast schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Anfällen. Genau, also beim generalisierten Anfall, da krampft ja der ganze Körper und da ist auch das ganze Gehirn dran beteiligt, sozusagen, ne? Geht man davon aus. Also, dass dieses Anfallsgeschehen, diese Übererregung dann im ganzen Gehirn stattfindet. Und dann gibt es noch fokale Anfälle, die äußern sich eben zum Beispiel nur in einem Körperteil oder nur auf einer Seite. Dann ist eben auch nur ein Teil des Gehirns betroffen. Und dann gibt es eben noch manchmal auch beim Captain, dass sich nur bestimmte Muskelteile bewegen. Also dass zum Beispiel der Muskel am Hinterkopf plötzlich zittert. So, und das ordnet man bei einem Hund, der die Diagnose Epilepsie hat, schon auch eher dann als fokalen Anfall ein. Ne? Muss man auch, ne, dann auch Kamera draufhalten und den Film der Neurologin schicken, damit die eben das auch nochmal begutachten kann. Aber meine Neurologin ordnet das in der Regel dann schon auch der Epilepsie zu oder plötzliche Angsterscheinungen, ne? Also plötzliche Angstreaktionen, die dann auftreten. Oder der Captain zum Beispiel erbricht sich auch und liegt dann auf der Seite und ich merke nur, wenn ich den Körper abtaste, dass die Muskeln sich eben bewegen. Da sehe ich von außen kein Krampfen. Aber es kündigt sich, also beim Captain kündigt sich der Anfall immer durch Erbrechen an. Also wenn der jetzt erbricht, weiß ich, okay, jetzt kommt ein Anfall. So, da kann ich mich schon darauf einstellen. Und wenn ich dann fühle, merke ich, dass sich die Muskeln bewegen. Aber ich merke, ich sehe nichts an der Körperoberfläche, außer dass er eben zusammengekauert auf der Seite liegt und es ihm offensichtlich schlecht geht. Dann gibt es noch das imaginäre Fliegenschnappen oder auch Schattenjagen. Ja, das würde ich jetzt eher so in Richtung Zwangsverhalten einordnen. Wie ist das Genau. in Richtung Epilepsie gekommen? Wie bitte?
Also wie ist das so Richtung Epilepsie gekommen oder warum würdest du es eher so in Richtung Epilepsie einordnen? Also da gibt es einfach Studien zu, die das mittlerweile der Epilepsie zuordnen. Aber auch da, ne, wenn euer Hund sowas zeigt, würde ich das immer aufnehmen und damit eben zum Arzt gehen und auch zum Neurologen gehen, damit die das eben einschätzen können. Und dann kann ja durchaus man zu dem Schluss kommen, dass es abnormales repetitives Verhalten eben ist, ne, und dann verhaltenstherapeutisch daran arbeiten. Aber mittlerweile würde ich so eine Sachen wirklich auch neurologisch abklären lassen, Ja, das ob finde ich es ganz nicht eine spannend. epileptiforme Erscheinung sozusagen ist. Genau. Also, was hat man ja viel bei den Border Collies, ne? Ja, die sind unausgelastet und die jagen dann Schatten und so. Es kann durchaus eine Form der Epilepsie sein. Oder eben dieses Fliegenschnappen, Rutenjagen. Gibt es natürlich auch bei jungen Hunden, ne? Dass sie einfach mal ihre Rute Natürlich. jagen. So. Ja, oder dass es im Endeffekt schmerzbedingt ist, das kann ja auch noch Genau. eine Ursache sein. Das heißt, man muss dann im Endeffekt die Ursache rausfinden, wenn Genau. man so ein Verhalten hat, was überhaupt nicht, wir stufen es halt nicht als normal ein, um es mal so auszudrücken. Genau. Und aber die Neurologie im Hinterkopf behalten, weil die wird, glaube ich, ganz oft übersehen, ne? Ja. So, jetzt, warte, lass mich überlegen. Okay, du hattest gesagt, Captain hat sich vom Verhalten her verändert. Vielleicht können wir darauf noch kurz eingehen, bevor wir dann in Richtung Hundegruppe gehen. Das ist ja dann Ja. spannend. Wie hat er sich verändert, bevor die Epilepsie vielleicht diagnostiziert wurde und danach? Also nach, er kriegt ja Medikamente, ne? Ja. Also er ist wesentlich ängstlicher geworden, hat dadurch eine kürzere Lunte auch bekommen, also ist Ja. reaktanter geworden, Ja. hat auf Bewegungsreize viel stärker reagiert. Also der war ja sozusagen, ist ja mit mir 7 Jahre lang zur Schule gegangen Ja. gemeinsam und da sind wir mit dem Fahrrad gefahren, 10 Kilometer erst an dem Fahrrad hergelaufen, da kam uns Fahrradfahrer entgegen. Es war nie ein Problem. Ne, das war Ja. irgendwie, er hatte nie ein Problem mit Radfahrern und mittlerweile reagiert er total auf Radfahrer. Gerade wenn die von hinten kommen, also alles, was von hinten kommt, Ja, was ja. er nicht einschätzen kann, da geht er sofort nach vorne und würde dann auch beißen. Ne? So, also Okay. das zum Beispiel, genau, also das zum Das hat Beispiel, er da ist früher er, überhaupt nicht. nein, Nein. nein, 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 da ist er ein komplett anderer Hund, wirklich ein komplett anderer Hund. Also wenn man die Beurteilungen von früher liest, aus der Schulhundarbeit noch und sich das jetzt anguckt, dann würde man nicht denken, dass das der gleiche Hund ist tatsächlich. Also Ja. früher sehr gelassen, sehr entspannt, genau, und jetzt durchaus sehr ängstlich. Also auch wenn Personen, wenn was in der Ferne auftaucht, Personen auftauchen, da ist er sofort alarmiert, also einfach generell schneller alarmierter, schneller besorgt. Das heißt, im Endeffekt hat sich die Epilepsie auch, wenn man könnte sagen, auf seine Psyche ausgewirkt. Ja, total, total. 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 Also für den Hund bricht es ja herein, ne? Und man kann es ihm ja nicht erklären. Ja. Und was man sich auch vorstellen muss, ist, dass ja diese, gerade diese tonisch-klonischen Anfälle, also die, wo der ganze Körper krampft, da sind ja Muskelkräfte in Bewegung, also da treten ja Kräfte aus. Es gibt ja bei Menschen durchaus Ereignisse, Krämpfe, wo dann Knochenbrüche, also die krampfen im Schlaf Ja, und wachen ja. dann auf mit einem gebrochenen Knochen, weil die Kräfte so stark sind. Und auch Hunde haben häufig super verspannte Muskeln, wenn die Epileptiker sind. Deswegen ist Physiotherapie auch immer ganz gut für Epileptiker. Und die krampfen und wachen mit Schmerzen auf und können Ja, es kann ja ich mir gar nicht, vorstellen. ne, und können es ja gar nicht einordnen. Und haben Ja. wahrscheinlich auch, wie Menschen, Blackout oder man weiß ja von Menschen auch sehr gut, dass die Migräne oft vorher bekommen, dass die oft sogenannte Auren haben, also dass die viel deutlicher Dinge hören, viel lauter Dinge hören, die Erde schwankt oder so, ne? Sie so Schwankungen Ja. wahrnehmen, Sehstörungen haben, bevor dann der Anfall kommt. Und man geht schon davon aus, dass das Hunde auch haben oder Tiere auch haben, aber die können es halt nicht kommunizieren. Ja, das ist dann noch mal ein bisschen schwieriger. Genau. Und der Captain hat es auch, dass der sehr geräuschempfindlich ist. Also da nehme ich ein Geräusch kaum wahr und er reagiert ängstlich. Und das kannst du definitiv mit der Epilepsie in Verbindung Ja, bringen. weil dann hat er oft danach einen Anfall. Ui, okay.
Führst du ein Tagebuch, wann Ja. er wieder Anfälle hat und was davor und danach ist? Das heißt, das ist unbedingt erforderlich. Ja, finde ich schon sinnvoll. Und auch Auch. wenn der Hund Medikamente bekommt, wahrscheinlich dann trotzdem. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ja zum Beispiel manche Hunde auch wetterfühlig sind, ne? Also die reagieren dann bei einem Luftdruckabfall mit Krämpfen. Oder bei Hündinnen der Hormonhaushalt um die Läufigkeit rum, krampfen die häufiger. Und um so eine Dinge zu entdecken, ist es eben schon sinnvoll, ein Anfallstagebuch zu führen oder stressige Momente oder so, ne? Also ich sage jetzt mal, wenn immer großer Familienbesuch da ist und am Folgetag krampft der Hund, dann wird das deutlicher oder fällt einem das schneller auf, wenn man eben so ein Tagebuch führt, ne? Oder der krampft dann 3 Tage später oder so. Zusammenhänge wären da einfach klarer. Ja, also sehr wichtig, so ein Tagebuch zu führen für den Hund, auch Genau. dass man ein bisschen guckt, vielleicht auch, ich weiß nicht, wie viele Medikamente es gibt, aber es kann ja sein, dass das Medikament nicht passend ist. Genau. Na, und dann könnte man auch überlegen, das Medikament zu wechseln. Okay, jetzt haben wir Genau. schon eine ganze Menge über Epilepsie erfahren. Jetzt gehen wir mal dazu über. Ich bin ja Hundebetreuerin. Ja. Und da war natürlich die Frage, kann ich einen Epileptiker, also einen Hund, der Epilepsie hat, in eine Hundegruppe aufnehmen? Ich denke, das musst du dann gut für dich abwägen, weil und einfach ganz viele Parameter berücksichtigen. Also zum einen finde ich, ist die Frage, besteht eine gute Anfallskontrolle? Es gibt ja durchaus Hunde, die dann lange anfallsfrei sind unter Medikamentation, ne? Und die auch nicht extrem gestresst sind von Hundegruppen. Also, ne, Stressoren sind ja auch wieder anfallsauslösende Parameter. Wenn jetzt ein Hund super gestresst von oder leicht gestresst wird von Hundegruppen, dann würde ich meinen Epileptiker nicht in eine Hundegruppe geben oder den da auch nicht aufnehmen. Aber wenn der fein mit Hundegruppen ist und eine gute Anfallskontrolle durch Medikamente besteht, dann steht ihm ja nichts entgegen, ne? Dann ist das ja ein relativ normaler Hund. Was ich nochmal wichtig dann fände, ist, was gibt es? Also gibt es ein Notfallmedikament? Kannst du das anwenden? Ne? Also hast du da die Griffe? Traust du dir das zu? Das finde ich ist total wichtig. Und dann ist ja auch nochmal die Frage, krampft der Hund eher fokal? Also wenn du jetzt einen Epileptiker hast, der eben seine Epilepsie zeigt durch imaginäre Fliegen schnappen, also Fliegen, die nicht da sind, zu schnappen, das ist ja gut kontrollierbar, auch in einer Hundegruppe. Wogegen du so einen generalisierten Anfall ja viel weniger kontrollieren kannst und dann ja auch die Hunde eventuell darauf reagieren, die du mit dabei hast, ne? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt gehen wir das Einzelne nochmal durch. Du hast gesagt, so stressende Parameter, natürlich einmal die Hundegruppe, aber ich als Mensch bin ja auch fremd. Das heißt, es kann sein, dass ein Hund mit Epilepsie einfach länger braucht in der Eingewöhnung, Genau. bis Genau. er eben mitlaufen kann. Das wäre so für mich der erste Punkt. Und was könnten, oder im Endeffekt wahrscheinlich jeder Stressor oder für einen anderen Hund auch ein Stressor, es kann für einen Epi-Hund auch als Stressor gelten? Oder gibt es bei Genau. diesen Hunden mit dieser Erkrankung nochmal spezielle stressende Parameter? Ja, also es kommt auf den Hund drauf an, muss man aufs Individuum gucken, aber zum Beispiel Lichter, Dinge, die reflektieren, Geräusche, ne, das sind schon so Auslöser oder Stressoren, die für Epileptiker auch ja, mehr stressend sein können als jetzt für den Normalhund. Das heißt, Hundebetreuung eher ruhig wäre gut Ja, und nicht so unbedingt der reizarm. Spaziergang in der Stadt, sondern eher im Wald, so in der Natur. Genau. Das wäre ganz gut. Und das andere, du hattest gesagt, eine gewisse Anfallskontrolle. Das heißt, der letzte Anfall sollte eine ganze Zeit lang her sein. Was würdest du denn empfehlen? Also wie häufig, das kann man auch wahrscheinlich nicht so pauschal sagen. Also wenn ich jetzt als Hundesitterin unterwegs bin und es wird gesagt, okay, der Hund hat einmal im halben Jahr einen Anfall, würde ich sagen, das geht, das ist okay. Wo würdest du sagen, das wird schwierig in einer Hundegruppe? Wahrscheinlich je häufiger, umso Ja. schwieriger. Also manche Hunde krampfen ja auch immer zur gleichen Tageszeit, also immer früh morgens oder so aus der Ruhe heraus. Wenn du die dann mittags nimmst, dann weißt du ja, dass wahrscheinlich das nicht eine Anfallszeit ist. Ich finde, das muss man auch noch mal anschauen, ne?
Und ich würde im Zweifelsfall Rücksprache mit dem Tierarzt nochmal persönlich halten, weil ich glaube, so generalisiert kann man das gar nicht sagen. Also man kann gar nicht sagen, 3 Monate kein Anfall oder 6 Monate kein Anfall ist okay. Da muss man, glaube ich, wirklich sehr aufs Individuum gucken, Hund, und auch darauf gucken, wie verhält sich denn der Hund eigentlich nach dem Anfall? Das ist ja auch noch so ein Aspekt, ne? Dass ja das Verhalten nach einem Anfall auch sehr unterschiedlich sein kann. Wie könnte das aussehen, so das Verhalten nach einem Anfall? Also es gibt Hunde, die wollen sich einfach wahnsinnig viel bewegen. Die haben dann so diesen Bewegungsdrang. Also der Captain zum Beispiel will dann erstmal raus, der muss sich dann erstmal lösen mit all seinen Das Sachen ginge und ja, dann, also das wäre jetzt nicht so das Problem genau. mit der Und Hundebetreuung. dann laufe ich mit dem eben erstmal eine ganz, renne ich mit dem immer so auf der Wiese hin und her, damit er sich bewegen kann. Das geht ja denn, aber es gibt durchaus ja auch Hunde, und es war beim Captain ohne Medikamentation tatsächlich auch so, mit den Medikamenten ist das nicht mehr, dass die dann aggressiv werden. Ne? Okay, und das ist dann Oder auch natürlich blind. schwierig. Oder auch blind Ne? und taub sind. Ne? Das war beim Ja. Captain auch blind. Also auf jeden Fall, dass er nichts gesehen hat. Und dann werden ja manche auch taub. Also das Gehirn funktioniert halt einfach nicht normal und da fallen Sinnesorgane aus. Und Aber du da meinst, kann es dann schwierig werden. ja, ist er jetzt die ganze Zeit blind oder nur kurz nach dem Nee, Anfall? nach dem Anfall. Nach Nach dem dem Anfall. Anfall direkt, dann ist er sozusagen, Genau. er kann blind sein, er kann blind und taub sein oder eben auch Genau. aggressiv. Und da muss man in meinen Augen auch gucken, wie orientiert sich der Hund natürlich auch am Menschen oder an mir als Bezugsperson. Na, wenn er dann einfach Genau. panisch wegläuft, dann braucht dieser Hund definitiv eine Sicherung durch ein Sicherheitsgeschirr. Also kann ich ebenfalls zustimmen, dass es sehr individuell ist. Ja. Oder durch eine Leine eben auch und ein gutes Ortungsgerät, ne? Und beim Ortungsgerät auch gucken, bin ich immer unter Netzdeckung unterwegs oder muss ich eine Alternative suchen, was auch ohne Mobilfunk Ja, geht? okay. So, Das das finde ich heißt, du sind auch würdest nochmal jetzt, Aspekte. ich meine, meine Hunde tragen eh alle das GPS, aber du würdest auf alle Fälle einem Epileptiker unbedingt immer GPS ummachen. Ja, auf jeden Ja, Fall. okay, na Auf jeden klar. Fall. Ja, das finde ich generell sinnvoll, ne? Aber da ist es dann okay, nochmal sinnvoller. Ja, also ich sag jetzt mal, wenn du jetzt den gesunden Hund ein paar Stunden suchst, Passiert nichts. Also. passiert nichts, ja, ne? Aber wenn du den Epileptiker suchst und der muss um 19 Uhr seine Tablette kriegen und du hast ihn noch nicht gefunden, dann ist schon ein Problem, ne? Ja, genau. Also ich habe ja einen alten Hund, also der hat keine Epilepsie, der hat aber diverse andere Krankheiten. Ja. Und der muss auch zweimal am Tag Insulin gespritzt bekommen. Ah Also ja. auch nur noch mit GPS-Tracker, weil ich denke mal, einmal. Weil vergessen habe ich das nie. Aber so einmal könnte er, ich meine, der wird nicht weglaufen, aber einmal ginge Ja. noch. Und dann wird es halt bei ihm auch problematisch, wenn er sein Insulin nicht bekommt. Na? Und daher also unbedingt GPS-Tracker finde ich total sinnvoll. Hast du noch so ein paar Punkte, die beachtet werden sollten, wenn ich jetzt eine Anfrage habe für einen Hund, der eben Epilepsie hat und ich sage, okay, ich traue mir das zu, ihn in die Hundegruppe aufzunehmen? Ich glaube, was ich machen würde, ich würde mich rechtlich auch absichern, ne? Und ich würde wirklich mir auch von dem Besitzer unterschreiben lassen, dass natürlich du dein Bestes gibst sozusagen, aber dass jeder epileptische Anfall ein Restrisiko birgt, ne? Der eben Ja. zum Tod führen kann. Also das würde ich mir schon als Dogwalkerin oder als Dogwalker unterschreiben lassen. Also würde ich mir auch, wenn ich jetzt sage, ich nehme deinen epileptischen Hund Privat im jetzt hier Endeffekt. mal privat, würde ich mir das auch unterschreiben lassen, dass das einfach klar ist, ne? Und dass ich nicht, also ich bin keine Medizinerin und ich gebe natürlich das Notfallmedikament nach bestem Gewissen, wenn ich es dann geben muss. Also da gibt es ja auch ganz klare Regeln für. Aber dass da natürlich auch was schiefgehen kann. So, und das würde ich mir schon zur Sicherheit unterschreiben lassen. Und dann sollte man halt, also das ist immer so der Punkt, worum ich immer gut überlege, wie verkrafte ich dann das persönlich Ja. und auch schaffe ich es in einer Situation, nehmen wir mal an, ich habe 8 Hunde, ich habe 10 Hunde, der Hund hat einen Anfall, ich muss das Notfallmedikament geben, schaffe ich das? Ich meine, das ist halt schwierig. Ich hatte schon einen Hund mit Epilepsie in der Hundegruppe, aber ohne Anfall, Gott sei Dank. Und würde ich es dann schaffen, dieses Notfallmedikament zu verabreichen Genau. und zusätzlich die anderen Hunde zu handeln? Also das sehe ich so ein bisschen,
als problematisch an. Mhm. Unmöglich, denke ich, ist es nicht. Also das sehe ich auch, dass das echt ein Problem ist. Ich glaube, was helfen kann, ist, wenn die anderen Hunde eine Sicherheitszone haben, eine mobile vielleicht, in Form eines Targets oder so, wo die ganz sicher bleiben können, sodass du dich um den Hund kümmern kannst, ne? Dass die Hundegruppe vielleicht weniger groß, also einfach kleiner ist, wenn Epileptiker dabei ist und du das mit den Leuten besprichst und dann, keine Ahnung, mehr bezahlt wird oder der Epileptiker ein bisschen mehr bezahlt oder so. Da muss man jetzt überlegen, ne, wie man das dann handelt. Sozusagen, das ist ja noch eine Möglichkeit, aber ich finde eben diese Sicherheitszonen für die anderen Hunde ganz hilfreich, wo die auch wissen, okay, hier bin ich safe, so, ne? Und die kann man ja auch, denke ich, mobil aufbauen über irgendwelche kleinen Targets. Empfehle ich auch immer, wenn kleine Kinder im Haushalt sind, dass ich die Kinder in ihre Sicherheitszone schicken kann. Es Ne? hat Und immer, damit ich dann den ja. Hund versorgen kann. Ja, also ich denke, das kommt sehr darauf an, wie viele Hunde man hat und wie häufig man Klar. Hunde hat. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass man die Hunde an der Leine an den Baum anbindet und sie ins Pflegeheim Ja. schickt, also die anderen Hunde, und sich dann um den anderen Hund kümmert. Na, ich denke, Ja, das wäre wenn. sogar vom Training her sogar noch einfacher umzusetzen, wobei man auch ein Handtuch oder halt, also das, was man als Target mitnehmen kann, ein Lappen oder so, das kriegt man natürlich auch gut hin, dass man das, man sagt, man nimmt Hunde mit Epilepsie auf, dass man das mit den anderen Hunden trainiert. Also man Genau. legt eben das Handtuch hin, man legt den Lappen hin und man übt da Platz bleib, ne, unter steigender Ablenkung mit einer guten Verstärkungsrate. Dann Ja, bekommt die genau. das durchaus hin. Es ist halt relativ unterschiedlich, wie gut die Hunde trainiert sind von Haus aus. Also ich denke, Unterschiede. da ist es wirklich auch wichtig, auf die Gruppenzusammensetzung zu gucken. Definitiv. Ja. Ja, dass du da einfach guckst, dass du da gut trainierte Hunde mit in der Gruppe hast, dass du das irgendwie so zusammenstellst. Das denke ich, ist ganz wichtig. Und jetzt ist mir gerade noch was durch den Kopf gehuscht, was jetzt wieder weg ist, fällt mir aber gleich nochmal ein. Naja, mir ist noch eingefallen, dass man vielleicht auch einen Maulkorb mitnehmen sollte. Ja, das sowieso für nach einem Fall. Anfall, ne? Also nach Ein dem Anfall vielleicht auch, also ich hatte jetzt so einen Hund im Kopf, der, wenn der Hund komisch ist, der dann ebenfalls komisch reagiert, also der dann auch aggressiv teilweise reagiert, dass man da im Endeffekt sogar zwei, also zwei Maulkörbe für beide Hunde mitnimmt. Ja. Im Notfall, aber das war mir noch so durch den Kopf gegangen, dass man tatsächlich auch Maulkorbtraining machen sollte. Für den Epi-Hund und vielleicht auch, wenn man weiß, okay, einer oder mehrere Hunde reagieren dann auch ein bisschen komisch, weil man kann sie nicht gut einschätzen, dass man halt auf die normalen Spaziergänge ein kleines Maulkorb-Training integriert. Ja, auf jeden Fall. Also für den Epi-Hund finde ich sowieso wichtig, ein Maulkorb-Training zu machen, dass der das gewohnt ist, damit ich im Ernstfall, wenn ich merke, ich habe jetzt einen ganz schlimmen Anfall, das merke ich ja dann schon, oh, der Anfall wird jetzt ganz schlimm in der Regel, wenn ich da jetzt schon Erfahrung habe, sage ich jetzt mal, dass ich dann, also ich habe so einen Maulkorb, den kann ich einfach überstreifen. Der sitzt nicht optimal, also der Captain hat einen optimal sitzenden Maulkorb, ne? Aber ich habe einen, den kann ich nur überstreifen, weil das Zumachen kann man vergessen. Also so einen Okay, Clips zumachen, wenn ja. der Hund krampft, das geht gar nicht. Das ist eine super Anmerkung. Das heißt im Ja. Endeffekt, ein Maulkorb, der vielleicht ein bisschen weiter ist Ja. und wo ich dann einfach sozusagen, der Clip ist schon zu und dann mache ich rüber und dann kann ich ja vielleicht nochmal kurz ziehen, aber dass ich so Genau. erstmal eine Sicherung habe, ne? Genau. Also ich habe gar keinen Clip hinten, sondern ich habe quasi für diesen Epileptiker, also für den Anfallsmaulkorb, da ist Ja. einfach die Schlaufe hinten größer und die kann ich über den Hinterkopf und über die Ohren ziehen. Ah ja, super. Aber ich meine, auch wenn der Maulkorb einen Clip hat, mache ich das einfach ein bisschen weiter und gut ist. Genau. So Ne? geht's auch. Genau, okay, super. Und dann hattest du so im Vorgespräch gesagt, Hunde mit Epilepsie sind in der Hundebetreuung schwierig, aber eigentlich brauchen Ja. sie Betreuung. Darüber möchte ich gerne Ja. ein bisschen mit dir sprechen. Das heißt, die Hunde sollten nicht alleine sein. Ist das richtig? Oder Genau. so in der ersten Zeit oder generell? Ja, also wenn jetzt eine super gute Anfallskontrolle besteht, dann fühlt sich der Epifellbesitzer, die Epifellbesitzerin natürlich irgendwann auch wieder sicherer, ne, um den Hund alleine zu lassen. Es gibt natürlich das Modell, ich stelle mir hier viele Kameras auf, aber auch dann brauche ich vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten, bis ich wieder zurück bin oder wenn ich jetzt arbeiten gehen muss. Also ich habe es einfach auf meinen beruflichen Alltag umgestellt, aber es können ja viele nicht, ne? Und dann sind die
ist der Hund 6 Stunden alleine und das ist, oder 5 Stunden alleine, und das ist mit dem Epifell natürlich schon ein emotionales Problem für den Besitzer, für die Besitzerin. Weil wenn der Hund alleine krampft zu Hause, das fühlt sich schon nicht gut an. Ne? Da möchte man schon den Hund eigentlich beaufsichtigt haben. So. Aber für Epilepsiehunde ist ganz viel ausgeschlossen. Unter anderem eben auch die Betreuung. Was ich auf der anderen Seite von den Betreuerinnen und Betreuern her total verstehen kann, aber was für mich als Epifellbesitzerin natürlich ein Problem ist. Ne? Es hat Also beide weil. Seiten ist schwierig und Genau, wohin mit dem Hund? genau. Und jemand Privates zu finden, wahrscheinlich ist noch schwieriger. Jemand Privates zu finden, der positiv und Genau. freundlich arbeitet, ist nochmal Genau. schwieriger. Ja, und auch die Verantwortung übernehmen möchte. Ne? Also meine Eltern zum Beispiel, die machen das. Ne? Die leben jetzt in Berlin, aber wenn die in Hamburg sind, dann bleiben die mit dem auch alleine. Das ist gar kein Problem. Aber auch privat jemand zu finden, also gute Freunde zu finden, die den Hund vorher immer genommen haben, die sind dann auch eher vorsichtig. Weil es halt schon wieder was ganz anderes ist. Und Ja. Jugendlichen kannst du dann vielleicht manchen, aber vielen Jugendlichen, so die sich anbieten, ich führe Hunde aus, etc. pp., habe Nee. ich ja auch gemacht, kann man ja auch diesen Hund nicht mehr geben. Denn die Gefahr ist einfach ja auch groß, dass wenn der dann einen Anfall hat und beißt, es dann wirklich noch mehr zu Chaos Ja. führt, ne? Und zu Schwierigkeiten. Ja, und was ja auch nicht zu vergessen ist, das hast du vorhin auch erwähnt, du musst den Anfall als Mensch ja auch bewältigen, emotional. Und das ist eine fordernde Krankheit. Also Epilepsie ist eine sehr emotional sehr fordernde Krankheit, auch für die Bezugsperson. Ich glaube, wenn man mehr Abstand zum Hund hat, emotional, dann ist es einfacher, aber trotzdem sind diese Anfälle anstrengend und die nehmen einen emotional mit. Also es ist kein schöner Anblick. Ja, Das klar. muss man sich schon Und fragen, ob man das emotional schafft. Ich denke, es ist sehr wenig, dass jemand, der Hundebetreuung macht, selber einen Epi-Hund zu Hause hat. Das wäre natürlich so das Beste. Aber ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast, wie es denn ist, wenn man mehrere Hunde im Haushalt hat und mehrere Hunde mit Epilepsie. Wird es dann für den Menschen einfacher oder ist es dann eher vom Handling schwieriger? Ich weiß nicht, ob du dich auch so mit Kollegen oder mit Also, ausgetauscht hast. ich glaube, da kommt es auch wieder auf die Hundegruppe tatsächlich an. Ne? Es gibt ja durchaus Hunde, die werden dann fürsorglich, wenn die merken, ah, mit meinem anderen Bezugshund stimmt jetzt was nicht. Ne? Und die werden dann ganz fürsorglich. Also da gibt es durchaus Berichte, dass die dann so Pflegeverhalten zeigen dem anderen Hund gegenüber, wenn der wieder wach wird oder wenn der wieder aus dem Anfall rauskommt. Und es gibt aber auch Hunde, die reagieren auf den Epileptiker aggressiv und gehen auf den los. Also auch da muss man einfach gucken und dann entsprechend managen. Also über Kindergitter, über Sicherheitszonen Und das sollte, und wenn wir so. jetzt über Dog Walking hinaus sprechen, über Hundepension, das sollte da halt dann auch gegeben sein, dass die Möglichkeit Ja. besteht, den Epileptiker im Endeffekt über Kindergitter oder Tür zu irgendwie auf eine Art und Weise zu trennen von der kompletten Hundegruppe. Ja. Auf der anderen Seite ist dann sowas wie Zimmer oder Zwinger für diesen Hund ja dann auch gar nicht geeignet. Vielleicht mit Kameraüberwachung, aber das, also wenn die dann so relativ lange in ihren Räumen sind, das ist ja dann auch nicht wirklich Naja, passend für einen Hund oder wenn der einfach. Hund, naja, ich finde, wenn der Hund das kann, eben in dieser Hundepension oder in dem Zwinger gut alleine sein und dann nicht so gestresst ist durch die Umgebungsgeräusche der anderen Hunde, dann ist das ja für mich als Epifellbesitzerin durchaus eine Option, weil ich weiß, da steht eine Kamera und du bist in 10 Minuten da, während ich auf der Arbeit sitze, zu meinem Chef gehen müsste, sagen müsste, mein Hund krampft gerade nach Hause. Ja, ich muss nach Hause gehen, dann komme ich vielleicht nach einer Viertelstunde mal los. Dann bin ich in einer Dreiviertelstunde nach Anfallsbeginn oder Stunde, wenn ich Glück habe, zu Hause. Da ist ja sozusagen die Variante, der Hund ist in einer Kameraüberwachung. Hundepension besser. Ne? Also ich glaube, da muss man einfach gucken, was ist die bessere Alternative Ja, dann. und die Hundepension oder Hundetagesstätte, du hast jetzt von der Hundetagesstätte gesprochen, die bräuchte dann halt die Kameraüberwachung. Das ist halt das Nächste. Genau. Na. Genau, aber da kann man ja, also auch da würde ich jetzt als Epifellbesitzerin sagen, ich besorge die Kameras, die stellen wir hier hin und wenn mein Hund nicht mehr kommt, dann sind es eben meine Kameras und die nehme ich mit. So, ne?
Klar. Also sind ja alles Optionen, über die man dann, glaube ich, mit dem Epifellbesitzer, mit der Epifellbesitzerin einfach sprechen muss. Aber ich glaube, erstmal ins Gespräch kommen und Optionen gemeinsam überlegen, würde vielen Epifellbesitzerinnen schon helfen, weil oft ist es dieses kategorische Nein. Ja, ich verstehe, was du Ja, meinst. Dass generell also es. gesagt wird, diese Hunde nehmen wir nicht auf. Genau. Ne? Und du bist aber als Epifellbesitzer auch ganz schön in Not. Gerade wenn du dich noch in der Einstellung befindest mit den Medikamenten oder gerade wenn du noch nicht so das Gefühl für die Krankheit hast. Also wenn du jetzt noch nicht erkennst, oh, da könnte jetzt was kommen oder so. Ne? Also irgendwann kriegst du ja so ein Gefühl für die Krankheit und merkst dann, ah, heute, okay, da hinten war jetzt ein Motorrad ganz leise und der Hund will plötzlich zurückrennen, der hat Angst, da könnte was kommen. So, dann kann ich ja schon meinen Tag ein bisschen umstellen. Und solange wie du dieses Gefühl noch gar nicht hast, die Einstellung noch nicht stimmt, würde es, glaube ich, vielen helfen, wenn sie wüssten, okay, im Ernstfall ist in 10 Minuten jemand da oder in 5 Minuten jemand da und guckt nach meinem Hund. Ja, naja, es ist halt für beide Seiten schwierig, ne? Also wenn du Ja, überlegst, ist noch nicht total. eingestellt und der Hund soll die Hundebetreuung, ist halt, muss man einfach sagen. Und ja, ich finde es richtig und Ja. wichtig, was du sagst, dass man einfach ins Gespräch kommen muss. Und ich denke, viel muss dann über Familie tatsächlich abgedeckt werden. Also das, was halt geht. Und du hast gesagt, du hast dein Leben für den Hund umgestellt. Vielleicht können wir damit Ja. so den Abschluss machen. Was heißt das genau? Das heißt, dein Leben ist jetzt auf deinen Hund mit Epilepsie abgestimmt. Ja, ich gucke schon, also dass er möglichst wenig alleine ist, ne? Und das war ein Grund, das war nicht der einzige Grund, aber das war ein Grund, warum ich ja auch nicht mehr als Lehrerin zum Beispiel arbeite. Ich bin ja eigentlich Lehrerin, genau, und das war ein Grund, warum ich eben gesagt habe, ich beantrage jetzt unbezahlten Urlaub zur beruflichen Neuorientierung, weil ich einfach flexibler bin, ne? Also so, der Captain kann gut alleine bleiben, also es war jetzt nicht notwendig, dass der in die Schule muss, weil der nicht alleine sein kann, ne? So, das ist ja oft so ein Vorurteil, das war gar nicht unser Thema. Aber er hatte eben Zeiten, wo er schon, wenn ich in der Schule bin, relativ lange alleine bleiben musste. Und das wollte ich in dem Kontext jetzt nicht mehr. Genau. Weil wir auch nicht eine hundertprozentige Anfallskontrolle haben. Also jetzt gerade ist es ruhig so. Toi, toi, toi. Aber man weiß es halt nicht. Und das ist, glaube ich, was auch nochmal für Hundebetreuer mit Hundegruppen wichtig ist. Letztendlich kann der Hund monatelang anfallsfrei sein, man kann von einer Anfallsfreiheit sprechen, aber es ist eine völlig unberechenbare Krankheit und sie kann jederzeit wieder ausbrechen. Ich glaube, das muss man sich als Hundebetreuer, Hundebetreuerin auch bewusst machen. Dass der Also Hund im der Endeffekt Captain, einfach krank ist, auch wenn man es ja, gerade nicht sieht, dass der Hund krank ist. genau. Genau, der Captain war lange anfallsfrei, ich glaube 9 Monate oder so, und dann knallte es plötzlich wieder rein in einem 2 Wochen Abstand. Und richtig heftig. Und richtig heftig. Ne? Und das kann einfach immer passieren. Also das hat auch kein Epifellbesitzer dann was verschwiegen oder so, ne? Oder was nicht erzählt, sondern das ist einfach eine total unberechenbare Krankheit, die jederzeit aus dem Nichts wieder sich in Anfällen äußern kann. Genau. Ich danke dir für dieses wunderbare Interview. Ja. Ich werde dich verlinken und deine kleine Hundeschule verlinken in Gerne. den Shownotes. Ich fand es total spannend und ich hoffe, den ZuhörerInnen ging es genauso wie mir. Ich freue mich auf eure Kommentare. Falls ihr vielleicht selber einen Hund mit Epilepsie zu Hause habt oder in der Hundebetreuung, dann freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Wir zwei sagen dann einmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst du schon mein unglaubliches 0-Euro-Produkt Traumjob Dog Walker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!